Liebe Zuseherinnen und Zuseher, mein Name ist Tom Henzinger und ich darf Sie sehr herzlich vom IST Austria begrüßen. In den letzten Wochen haben sich vielleicht wie niemals zuvor die Augen der Welt auf die Wissenschaft gerichtet. Mit der Erwartung von Erklärungen, was gerade passiert, was passieren wird und in der Erwartung von Lösungen, wie wir diese Pandemie überwinden werden. Und das nicht ohne Grund. Es ist dank unseres Wissens, dass wir uns heute in einer wesentlich besseren Situation befinden, als wir in ähnlichen Krisen waren vor 600, 300 oder noch vor 100 Jahren. Und es ist genau dieses Wissen, das uns nicht nur Hoffnung, sondern die Sicherheit gibt, dass wir diese Krankheit besiegen werden, auch wenn das nicht morgen passieren wird. Der Weg zu Impfstoffen und Therapien ist lang. Und er beginnt dort, wo der Weg jedes Wissens beginnt. Bei den Grundlagen. Florian Schur ist einer, der an den Grundlagen forscht, so wie alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IST Austria. Er studierte in Wien Molekularbiologie und entdeckte dort seine Leidenschaft für die Elektronenmikroskopie. Die führte ihn an das European Molecular Biology Lab in Heidelberg, um ein Doktorat zu schreiben. Dort ergriff er die Gelegenheit, mit einer völlig neuen Mikroskopie-Methode, über die er uns heute erzählen wird, zu arbeiten. Als Assistant Professor am IST Austria erforschen er und seine Arbeitsgruppe seit 2017 nicht nur die Strukturen von Viren, sondern auch feinste Details an der Bewegung von Zellen in unserem Körper. Ich freue mich auf den Vortrag und darf nun das Wort an Florian übergeben. Vielen Dank, Tom, für die Einleitung und willkommen an alle, die heute eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben, heute dieses Webinar zu schauen. Vorweg, auch für mich ist es etwas sehr Neues. Normalerweise bin ich gewöhnt, einen Vortrag live vor Publikum zu halten, aber aufgrund der momentanen Situation ist es natürlich notwendig, dass wir die sozialen Kontakte so gut wie möglich einschränken und deswegen auch das heute hier übers Internet machen. Zum Organisatorischen. Normalerweise handhabe ich es immer so, dass ich schon gerne während des Vortrags Fragen beantworte. Aber aufgrund dieser Online-Präsentation würde ich alle Interessierten bitten, die Fragen erst am Ende dieses Vortrags zu stellen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits die Fragen schon abzutippen in dem sogenannten Q&A-Tool und dann kann ich sie nachher nochmal vorlesen und beantworten. Oder am Ende mit dem sogenannten Raise Hand Tool die Frage persönlich zu stellen. Und dann wird eben der jeweilige Sprecher geschaltet, sodass alle die Frage hören können. So, der Gedanke dieses Webinars, das wir heute haben, war im Folge der momentanen Situation einen Überblick über Viren im Generellen zu geben und auch die Grundlage zu vermitteln, um die große Menge an Informationen, die tagtäglich auf uns hereinprasselt durch die Medien, über diesen Virus, der uns alle im Atem hält, SARS-CoV-2, besser einordnen zu können. Und gleich vorweg, meine Arbeitsgruppe am Institute of Science and Technology Austria arbeitet nicht an Coronaviren per se. Wir arbeiten an anderen Viren, über die ich heute auch reden werde, also HIV oder Verwandte von Pockenviren. Aber wir benutzen eine Methode, wie schon von Tom angedeutet, die sogenannte Kryoelektronenmikroskopie, die in den letzten Jahren sehr, sehr große Entwicklungen durchgemacht hat und deswegen sehr, sehr gut geeignet ist, um neueste Einblicke in Viren zu erlangen. Entschuldigung, es scheint, mein Telefon läutet. Was ich eben machen möchte, ist, in diesem Webinar zu zeigen, was für Möglichkeiten diese Methode bietet und wie sie uns jetzt schon geholfen hat, wirklich grundlegende Einblicke in diesen Coronavirus, der momentan die Welt in Atem hält, zu erlangen. Aber was dafür notwendig ist, ist auch ein kleines Einmaleins der Virenkunde zu machen, damit man die Grundlagen legt, um zu verstehen, was sind Viren eigentlich, wie unterscheidet man Viren und vor allem, wie kann man sie strukturell so analysieren, also dass man die Aussehen besser versteht.
Okay. Und wenn ich jetzt mit diesem Vortrag beginne, möchte ich Sie alle zuerst einmal in der Virusphäre willkommen heißen. Also das bedeutet, ich möchte Sie in der Welt der Viren willkommen heißen. Weil viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir uns in den letzten Monaten aufgrund der Einschränkungen, die dieser Virus mit sich bringt und die Einschränkungen, die ausgerufen wurden, um die Pandemie limitieren zu können, dass wir uns in einer Welt der Viren bewegen. Also dass unser Planet momentan ganz klar von einem Virus dominiert wird. Aber was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass schon vorher unser Planet im Grunde ein Planet der Viren war und natürlich auch noch immer ist. Denn Viren sind mit Abstand die erfolgreichsten und auch die zahlreichsten Bewohner dieser Erde. Schätzungen gehen davon aus, und Schätzungen muss man in diesem Kontext natürlich mit einer gewissen Bandbreite sehen, gehen davon aus, dass bis zu 10 hoch 33 Viren auf unserem Planeten existieren. Und das ist eine Zahl mit sehr, sehr vielen Nullen, und die habe ich hier auch nochmal dargestellt, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Aber um das in Relation zu setzen, die Anzahl, die es auf unserem Planeten gibt, ist geschätzt um mehrere Millionen Mal größer als die Gesamtzahl an Sternen, die es im bekannten Universum gibt. Und um das auch in einem kleineren Maßstab zu betrachten, wenn man jetzt auf Urlaub fahren könnte, was man ja leider momentan nicht kann, und man würde nach Italien fahren und man würde im Meer schwimmen gehen, dann würde man in einem Tropfen Meerwasser mehr als 10 Millionen Viren finden und auch 1 Million Bakterien, worüber ich heute allerdings nicht sprechen werde. Das heißt, man würde fast in einer Virensuppe schwimmen. Und das ist natürlich nicht der angenehmste Gedanke, aber normalerweise bekommen wir von der Umwelt, also dieser großen Anzahl von Viren, die uns gibt, auch nichts mit. Und das ist eben deswegen, weil die meisten Viren für den Menschen auch überhaupt kein Problem darstellen. Denn Viren findet man in allen Gruppen von lebenden Organismen. Also Viren sind deswegen so erfolgreich und auch so zahlreich, weil sie alle lebenden Organismen im Grunde infizieren können. Und hier habe ich jetzt ein paar Beispiele, die eben zeigen, dass nicht nur wir Menschen diejenigen sind, die im steten Kontakt mit Viren sind. Und hier habe ich ein Beispiel über einen der schlimmsten Viren, die die Menschheit je heimgesucht hat, die sogenannten Pocken, welche zum Glück durch eine Impfung schon in den 1970er, 1980er Jahren ausgerottet werden konnten. Aber es gibt eben auch Viren, die Tiere infizieren. Und hier habe ich ein Beispiel für einen Hund, der an Tollwut leidet. Aber es gibt auch Viren, die infizieren Pflanzen und haben deswegen großen Einfluss auf die Landwirtschaft. Hier ist ein Beispiel für den sogenannten Tabakmosaikvirus. Und das ist ein Virus, über den ich später noch genauer zu sprechen komme, da dieser Virus eine wichtige Rolle gespielt hat in der Geschichte der Virologie im Generellen und auch in der Geschichte der Strukturbiologie der Virologie. Und dann gibt es auch Viren, die die kleinsten Organismen auf unserem Planeten infizieren, die sogenannten Bakteriophagen. Viren, die spezifisch auf Bakterien gehen und dort eine sehr wichtige Rolle spielen, um auch das Gleichgewicht zu erhalten, also die Bakterienpopulation im Grunde so einzuschränken, dass es nicht zu einem Überwachstum an Bakterien kommt. Und wenn man jetzt diese Bilder sieht und sich jetzt darüber Gedanken macht, was für Viren gibt es, dann verbindet man mit Viren meistens natürlich Krankheiten und auch die Symptome hervorruft. Aber die Frage, die man sich stellen muss, sind jetzt Viren nur schlecht und führen sie zu Krankheiten oder kann man sie vielleicht etwas differenzierter betrachten? Und hier möchte ich vielleicht die kontroverse Frage stellen, Viren, sind sie Freund oder sind sie Feind? Also unbestreitbar ist, und wir bekommen das natürlich jetzt momentan ganz klar mit, dass Viren Krankheiten auslösen können. Also sie lösen Krankheiten in den verschiedenen Organismen aus, die ich auch vorher schon genannt habe. Aber Viren spielen eine immense Rolle in der Evolution. Also schon über die Menschheitsgeschichte hinweg betrachtet, haben Viren dazu beigetragen, uns zu definieren und auch im Grunde alles andere Leben auf dieser Erde zu beeinflussen. Wenn man zum Beispiel das Genom eines Menschen betrachtet, also die Erbinformation, die in uns allen steckt, die DNA, dann wird man in dieser DNA viele Rückstände von viralen Infektionen finden, wo Viren im Grunde das getan haben, was sie am besten können, wo sie im Grunde genetisches Material transportieren haben und vielleicht in diesem Fall dann auch zurückgelassen haben. Viren spielen aber auch eine große Rolle in der Medizin, momentan viel noch in experimentellen Ansätzen, wie zum Beispiel in der onkologischen Virentherapie, wo Viren so bearbeitet werden können, dass sie spezifisch Krebszellen umbringen und deswegen den Krebs bekämpfen können. Oder Viren als Impfstoffe, wo sie natürlich als Impfstoffe gegen den Virus selbst benutzt werden, aber wo Viren auch bearbeitet werden können, um andere
ich sage jetzt schon Oberflächenproteine, darzustellen, die das Immunsystem dann auf unbekannte Viren, ich sage mal, vorbereitet. Und Viren werden auch in der Gentherapie eingesetzt oder auch ihr Ansatz als Antibiotika-Ersatz wird angedacht. Viren spielen eine Rolle in der Biotechnologie und Viren spielen natürlich auch eine Rolle, vor allem für uns als Grundlagenwissenschaftler, eine wichtige Rolle als Werkzeug im Labor. Und dann schlussendlich, Viren spielen eine Rolle in der Landwirtschaft. Einerseits natürlich als Krankheitsauslöser, wie schon mit dem Tabakmosaikvirus vorher angesprochen, aber auch als deren mögliche Rolle als Biopestizide. Und um all diese Aspekte, also die guten Aspekte der Viren und auch die nicht so guten Aspekte der Viren besser einordnen zu können, hilft es jetzt zu verstehen, was Viren eigentlich sind, was sie tun und ganz spezifisch im Laufe dieses Vortrags, wie sie aussehen. Und hier komme ich jetzt im Grunde zur Folie, die beschreiben soll, worum es in diesem Webinar spezifisch gehen wird. Und zwar möchte ich als allererste definieren, was Viren eigentlich sind. Und hierzu muss man wichtige Anfragen beantworten, wie zum Beispiel, was für Arten von Viren gibt es und wie unterscheidet man sie? Dann eine wichtige Frage, wie sehen Viren aus? Weil viele Leute wissen es nicht, aber Viren sind unheimlich divers in ihrem Aussehen. Und ich kann mich erinnern, im Zuge der Vorbereitung dieses Webinars habe ich mich zurückerinnert, wann war das erste Mal, als ich einen Virus gesehen habe. Und das war eine Zeichentrickserie, die sehr empfehlenswert ist und mich wahrscheinlich auch viel geprägt hat. Das nennt sich Es war einmal das Leben. Und die Darstellung der Viren zu der Zeit in diesem Cartoon war sehr artistisch, nicht falsch, aber vielleicht etwas simplifiziert. Aber auf jeden Fall interessant genug für mich zumindest, dass ich Jahre später noch daran gedacht habe, okay, wie könnten sie wirklich aussehen? Eine der Fragen, die auch viele Leute heutzutage beschäftigt, ist, warum haben einige Viren eine Hülle? Und was ist eine Hülle eigentlich bei Viren? Und vor allem, wenn wir an den Coronavirus, also SARS-CoV-2, denken, dann hört man eben oft, dass dieser Virus eine Hülle hat. Und was es mit dieser Hülle auf sich hat, das werde ich später noch erklären. Und dann werde ich versuchen zu erklären, wie man mehr über die Struktur von Viren herausfindet. Weil das ist etwas, was bis vor mehreren Jahrzehnten nicht selbstverständlich war, dass man Viren überhaupt sehen konnte. Und dann werde ich erklären, was man von ihrem Aussehen, ihrer Struktur lernen kann. Und hier kann man schon so wie sagen, von ihrem Aussehen, also ihrer Struktur, kann man meistens auf eine Funktion schließen. Das ist in der Biologie genauso, wie es im wirklichen Leben ist. Ich versuche hier eine Analogie zu ziehen. Wenn man zum Beispiel etwas sieht, was vier Räder hat, dann wird man sich denken können, okay, das könnte wahrscheinlich etwas sein, das fährt. In der Biologie gibt es auch viele Prinzipien, wo man etwas sehen kann, das man vielleicht schon vorher gesehen hat, wo man dann auf die Funktion Rückschlüsse ziehen kann. Und genauso ist es bei Viren und dazu werde ich später noch kommen. Und Ihnen wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich schon sehr oft von SARS-CoV-2 geredet habe. Und das ist eben die Abkürzung für diesen Virus, der uns im Moment beschäftigt. Und das ist eben der Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Und ich werde die Abkürzung benutzen, weil der Zungenbrecher ist schwierig genug, ihn einmal zu sagen. Aber nur damit Sie Bescheid wissen, wenn dieses Wort häufiger fällt. So, was sind jetzt Viren? Das Wort Virus kommt vom lateinischen Gift und Schleim. Und das zeigt schon, dass schon bei der Entdeckung der Viren und bei der Beschreibung der Viren nicht unbedingt charmant mit ihnen umgegangen wurde oder dass sie eben nicht unbedingt mit dem positivsten Ansehen behaftet waren von Anfang an. Aber Viren sind submikroskopische, obligat intrazelluläre Parasiten. So, was sind submikroskopische Dinge? Submikroskopisch heißt, dass Viren im Grunde so klein sind, dass sie nicht mit einem normalen Lichtmikroskop gesehen werden können. Das heißt, die Größe eines Virus, das ist meistens um die 100 Nanometer, also 100 Milliardstel Meter, ist kleiner als das, was mit einem normalen Lichtmikroskop darstellt. Also das ist ungefähr 2 bis 3 Meter. Das heißt, Viren waren bis vor gar nicht so kurzer Zeit, größeren Zeitrahmen betrachtet, im Grunde unsichtbar. Viren sind obligat intrazelluläre Parasiten. Was bedeutet das? Viren benötigen unbedingt einen Wirt zur Vermehrung. Das heißt, Viren können sich nicht selbst vermehren, außer mit der Hilfe eines Wirtsorganismus, spezifischer einer Zelle. Und was machen Viren deswegen, um sich zu vermehren? Sie tun im Grunde eine Sache. Und das ist, sie transponieren ihr genetisches Material, und dazu komme ich in ein paar Minuten, von Zelle zu Zelle. Das heißt, sie transportieren ihre DNA oder ihre RNA von einer Zelle zur nächsten, um diese Zelle, die sie infizieren, dazu zu bringen, mehr davon herzustellen und mehrere Viren zu produzieren, sodass diese Viren wieder eine neue infizieren können. Und jetzt möchte man sagen, okay, Viren sind submikroskopische, sie tun eigentlich nicht viel selbst.
sind deswegen klein und simpel und das mag zu einem gewissen Teil stimmen, aber simpel sind sie auf jeden Fall nicht. Denn die biologische Diversität zwischen Viren ist wahrscheinlich größer als bei Bakterien, Pflanzen und Tieren zusammengenommen. Und das ist bedingt durch ihre Fähigkeit, alle möglichen Organismen zu infizieren und sich eben an sie anzupassen. Das heißt, wenn ein Virus ein Bakterium infiziert, muss es an ein Bakterium angepasst sein. Wenn ein Virus einen Menschen infiziert, muss es zu einem gewissen Teil an einen Menschen angepasst sein. Und das führt dazu, dass es große Unterschiede in der Infektion, in der Replikation und auch in der Virusstruktur der verschiedenen Virenarten gibt. Was aber wichtig ist, was ich erwähnen möchte, ist, dass im Grunde ein Virus-Lebenszyklus, also der Lebenszyklus eines Virus, immer sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, ein Virus muss in eine Zelle hinein, muss die Zelle dazu bringen, mehrere Viren wiederherzustellen und diese Viren müssen dann wieder aus einer Zelle hinaus. Und das funktioniert im Grunde so, dass ein Virion, das nennt man extrazelluläre Virenpartikel, an eine Zelle binden und das machen sie meistens mit einem Oberflächenprotein und sie binden an einen spezifischen Rezeptor und der Rezeptor führt dann dazu, diese Bindung führt dann dazu, dass der Virus in die Zelle aufgenommen wird. Dort beginnt der Virus dann die Zelle zu manipulieren, das zu tun, was der Virus will und nicht unbedingt das, was die Zelle will. Und die Zelle beginnt, viele neue Virennachkommen zu produzieren. Und was auch häufig in diesem Kontext passiert ist, dass Mutationen auftreten. Und das ist natürlich jetzt nicht optimal, wenn es ein Virus mutiert, weil es kann dazu führen, dass der Virus unschädlich ist. Aber hier macht es die große Menge. Ein Virus wird schon dabei sein, der nicht mutiert ist. Oder ab und zu kann es sogar passieren, dass durch eine Mutation ein Vorteil entsteht, der den Virus sogar noch besser angepasst macht an seinen Wirten. Oder sogar dazu führt, dass ein Wirt, der auch schon mal von einem Immunsystem erkannt wurde, von diesem jetzt nicht mehr gesehen wird. Es stellt sich die Frage, wie viele verschiedene Viren gibt es eigentlich? Und hier sind wiederum, das sind Zahlen, die sind Schätzungen, weil man natürlich noch nicht genau weiß, wie viele Viren es wirklich gibt. Und diese Zahlen sind auch sehr dynamisch, die ändern sich sehr, sehr schnell, weil man mittlerweile immer bessere Methoden hat, um Viren zu entdecken. Aber allein 2019 waren ca. 200.000 Virenarten bekannt. Und das ist viermal mehr als noch 2015. Also man sieht, mit welcher immenser Geschwindigkeit Viren entdeckt werden zur heutigen Zeit. Und man sieht hier, da gibt es zum Beispiel das Global Virion Project, das war ein Forschungskonsortium, das sich zur Aufgabe gemacht hat, alle unbekannten Viren zu kartieren, um eben herauszufinden, wie viele Viren gibt es generell und welche Viren könnten auch dabei sein, die das Potenzial haben, eine Pandemie zu einer Pandemie zu führen. Und dieses Global Virion Project war im Jahr 2018 ins Leben gerufen worden. Und was auch sehr interessant ist, wenn man diesen Report hier liest, dass damals schon berichtet wurde, über welche Kosten eine globale Pandemie mit sich bringen könnte und welche Kosten es im Grunde haben würde, nur die Pandemiemöglichkeiten vorherzusagen, wenn man alle Viren kennen würde. Und natürlich waren da eine große Diskrepanz zwischen den Kosten, die man hätte durch die Vorhersage von einer Pandemie und einer wirklichen Pandemie, wenn sie jetzt stattfindet. Was aber jetzt interessant ist, wenn man sich die Gesamtzahl an Viren anschaut, die man mittlerweile kennt, ist, dass 2018 nur 263 dieser Viren, und die kommen aus 25 Virenfamilien, bekannt waren und dass diese Viren Menschen infizieren können. Das heißt, also in der Gesamtzahl von Viren, die wir kennen, ist das eigentlich eine sehr kleine Anzahl, wo wirklich das Potenzial besteht, Krankheiten im Menschen hervorzurufen. Mittlerweile kennen wir ja schon einen Virus mehr, also mindestens 264, weil SARS-CoV-2 war 2018 ja noch nicht bekannt. Aber auch in diesem Global Virion Project wurde geschätzt, dass diese Zahl von 263 Viren noch stark wachsen wird, nachdem viele Virenarten eben noch nicht entdeckt wurden. Und Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 800.000 Virenarten existieren, die das Potenzial haben, Menschen zu infizieren, da sie Säugetiere oder Vögel als Wirte haben. Und diese Tiere sind eben evolutionär verwandt genug mit uns Menschen, um eben über eine zoonotische Infektion auf Menschen übergehen zu können. Jetzt ist es natürlich aber nicht so, dass 800.000 Virenarten existieren, die wirklich schlimme Krankheiten bei uns ausrufen können. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, da wahrscheinlich nur eine kleine Anzahl von Viren das Potenzial für einen Ausbruch größerer Ordnung hat. Aber man sieht schon, dass ein einziger Virus reicht, um im Grunde die ganze Welt zum Stillstand zu bringen. Und das sehen wir im Moment auch. Und man braucht kein Hellseher zu sein, um
vorherzusehen, dass mit der Ausbreitung des Menschen und mit dem Zurückdrängen des natürlichen Lebensraums von vielen Tieren, mit denen der Mensch keinen engen Kontakt hatte bisher, das Potenzial, dass eben zoonotische Infektionen stattfinden können, dass dieses Potenzial steigen kann in der Zukunft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn es über 200.000 Viren oder noch mehr gibt, wie unterscheidet man sie? Weil das ist natürlich wichtig, dass man die nicht alle in einen Topf wirft oder über den Kamm schert. Und hier gibt es sehr, sehr spezifische Kriterien und ich habe nicht alle genannt, aber ich nenne jetzt nur einige davon. Und diese Kriterien, nach denen man Viren unterscheidet, sind zu einem die Erbinformation, also wie speichern die Viren ihre genetische Information, die sie ausmachen. Dann gibt es die Definition der Größe, die Definition der Form und der Symmetrie. Und Form und Symmetrie bezieht sich natürlich absolut auf die Struktur und das ist etwas, womit wir uns stark beschäftigen in meiner Arbeitsgruppe. Das Vorhandensein in der Hülle, hierzu komme ich auch noch. Und auch die Replikationsstrategie. Und diese Unterscheidung von Viren, die wird von einem internationalen Komitee, dem Komitee für die Taxonomie von Viren, vorgenommen. Und diese Gruppe von Wissenschaftlern beschäftigt sich eben damit, immer neu entdeckte Viren in schon vorhandene sogenannte Taxa einzuordnen oder eben neue Verwandtschaftsgrade zu definieren. Und wieso das wichtig ist, möchte ich jetzt auch an einem Beispiel hier kurz darstellen. Es gibt verschiedene Klassifizierungsebenen von Viren und hier gibt es zum einen mal eine übergeordnete Ebene, die nennt man die Ordnung von Viren und das sind die sogenannten Gerales. Und unterhalb dieser Ordnung gibt es dann Familien, Unterfamilien, Gattungen und erst innerhalb dieser Gattungen befinden sich dann meistens die speziellen Virenarten, über die wir reden, zum Beispiel so wie SARS-CoV-2. Wenn wir jetzt unseren prominentesten Gast nehmen, SARS-CoV-2, dann sehen wir, dass der zur Ordnung der Nidovirales gehört. Die Familie ist die Coronaviridae-Familie, die Unterfamilie ist die Orthocoronaviridae-Familie und dann gibt es die Gattung der Beta-Coronaviren und innerhalb dieser Beta-Coronaviren befindet sich SARS-CoV-2. Also alleine diese Ordnung zeigt schon, dass es sehr, sehr, sehr viele Viren gibt, die Coronaviren sind und deswegen ist es sehr wichtig, immer eine Definition zu ziehen, über welchen Coronavirus man eigentlich spricht. Ich möchte den Coronavirus jetzt kurz einem anderen Virus gegenüberstellen und dieser Virus ist in der Ordnung der Articolavirales und gehört zur Familie der Ortomyxoviridae und befindet sich in der Gattung der Alpha-Influenza-Viren und das ist Influenza-A-Virus und das ist eben einer der Viren, der uns jährlich begleitet, für den es auch eine Impfung gibt. Aber was eben diese Definitionen hier schon zeigen, diese Viren sind eindeutig nicht die gleichen Viren. Sie mögen vielleicht ähnliche Symptome hervorrufen, aber ansonsten sind sie grundverschieden in ihrer molekularbiologischen Zusammensetzung und auch eben in ihren anderen Kriterien, nach denen man sie definiert. Das heißt, wenn es bestimmte Experten auf unserer Welt gibt, die ab und zu etwas anderes behaupten, dann muss man sich immer die Frage stellen, haben diese Experten auch die notwendige Sorgfalt walten lassen, um die genaue Definition nachzuverfolgen? Eine dritte Ordnung, die ich noch kurz vorstellen möchte, das ist eine Ordnung, an der wir arbeiten, das ist die sogenannte Ordnung der Orthovirales und innerhalb dieser Ordnung befinden sich die Retroviren und das prominenteste Beispiel der Retroviren ist HIV und dazu werde ich später auch noch kommen. Jetzt kurz dazu, wie man die Viren wieder unterscheidet. Also einerseits durch ihre Genomstruktur, das heißt, wie speichern Viren ihre Erbinformation? Und hier kann man nochmal das Dogma der Erbinformationsspeicherung zur Hand nehmen, die für alle höheren Organismen gilt und auch für uns Menschen. Und wie wahrscheinlich alle in der Schule gelernt haben, ist die Erbinformation bei den Menschen in DNA gespeichert. Also sie liegt als Desoxyribonukleinsäure vor, als doppelsträngige. Und das ist der Bauplan, der die Information speichert, der uns Menschen im Grunde definiert. Diese DNA wird jetzt überschrieben in die sogenannte RNA, die liegt dann als Einzelstrang vor. Und diese RNA dient dann als Bauplan für die Produktion von den sogenannten Proteinen, Eiweißen, Enzymen, die Bausteine sind, die molekularen Maschinen, die uns ausmachen und die im Grunde für die Vorgänge verantwortlich sind, die tagtäglich in uns als Organismus ablaufen. Bei Viren ist diese Klassifikation jetzt allerdings etwas komplizierter. Da es gibt DNA-Viren, so wie bei uns, die haben eine doppelsträngige DNA als Erbinformationsspeicher, aber es gibt auch Viren, die liegen als einzelsträngige DNA, sogenannte single-stranded DNA-Viren. Und dann gibt es Viren, die speichern ihre Erbinformation nicht als DNA, sondern nur als RNA. Bei DNA-Viren ist es jetzt so, dass diese Viren wiederum ihre Erbinformation, sobald sie eine Zelle infizieren, erst in RNA umschreiben müssen, damit diese RNA in Proteine überführt werden kann,
salopp zu sagen, und diese Proteine fügen sich dann zu Virenpartikeln zusammen. Und Beispiele für DNA-Viren sind zum Beispiel Bakterienviren wie der Inovirus oder vielleicht haben manche von Ihnen schon vom Adenovirus gehört, das ist ein Virus der Erkältung. Bei RNA-Viren ist es so, die haben im Grunde einen kleinen Vorteil, weil sie müssen ihre RNA nicht, ihre DNA, sie haben keine, umschreiben in RNA, sondern können sofort die RNA in Protein umwandeln lassen. Natürlich gibt es wieder Ausnahmen und die Biologie ist wunderbar, weil es gibt im Grunde mehr Ausnahmen als Regeln. Aber im Grunde ist es so, dass bei RNA-Viren direkt die RNA in Proteine umgewandelt werden kann. Und da gibt es eben Vertreter von Viren, die uns auch sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Masernviren oder Rotaviren. Beides Viren, wofür es eine hervorragende Impfung gibt, die natürlich sehr zu empfehlen ist, vor allem für Kinder. Was allerdings die RNA für Viren einerseits einen Vorteil, man könnte ihn auch als Nachteil betrachten, hat, ist, dass RNAs weniger stabil sind als DNAs und deswegen häufiger Mutationen unterworfen sein können und deswegen dazu führen, dass sich RNA-Viren meistens schneller ändern können als DNA. Auf jeden Fall hat die Struktur der Erbinformationen signifikante Auswirkungen auf die Virenreplikation, also wie sich Viren vermehren. Das liegt dann schon daran, ob sie jetzt eben DNA oder RNA haben, in der Mutationsrate, wie gesagt, in ihrer Größe, aber in vielen anderen Dingen auch, über die ich heute nicht sprechen werde. Jetzt kann man Viren natürlich, wie schon angemerkt, nach ihrer Größe und Form unterscheiden. Und diese Galerie soll Ihnen nur mal darstellen, was für unterschiedliche Formen Viren haben können und auch was für unterschiedliche Größen Viren haben können. Es gibt ganz, ganz, ganz kleine Viren, wie zum Beispiel Hepatitis A-Viren, die viele von Ihnen kennen. Und dann gibt es sehr, sehr große Viren, wie zum Beispiel Variola-Viren. Also das waren die sogenannten Pockenviren, die es glücklicherweise heutzutage nicht mehr gibt. Oder eben aber Ebola-Viren. Aber was man auch sehen kann, ist, dass diese Viren einerseits recht regulär sein können, als symmetrische Partikel vorliegen oder eben als sehr irreguläre, man nennt sie auch pleomorphe Virenpartikel existieren, die dann natürlich einen kompletten Ansatz haben, wie sie sich zusammenbauen müssen, wenn sie eine Zelle infiziert haben. Die Virenarten, mit denen wir uns in unserer Gruppe jetzt beschäftigen, sind Vertreter der Retroviren, wie gesagt, also Verwandte von HIV, aber auch Verwandte von den Pockenviren, sogenannte Vaccinia-Viren, welche heutzutage noch häufig als Modellorganismus benutzt werden, um den Lebenszyklus und auch die Struktur von großen Viren zu verstehen. Unser Stargast heute, der sogenannte SARS-Virus, der befindet sich hier, ist in der Größenordnung sehr ähnlich zu HIV, aber im strukturellen Aufbau allerdings sehr, sehr unterschiedlich und vor allem auch in seinem strukturellen Aufbau, wenn man ihn wiederum mit Influenza vergleicht, wie wir vorher schon gesehen haben in der taxonomischen Einordnung. Hier möchte ich jetzt einen kurzen Abstecher machen, weil das ist etwas, was ich sehr lustig gefunden habe, wie ich damals nach Klosterneuburg gezogen bin, wie ich an meine Stelle am IST Austria angetreten habe, weil es befindet sich ja hier in Klosterneuburg. Und zwar ist zu dieser Zeit, 2016, 2017, ein Artikel erschienen in einem Wissenschaftsmagazin, in Science. Und dieser Artikel hat einen der größten beschriebenen Viren beschrieben. Und zwar wurde dieser Virus in der Kläranlage der Stadt Klosterneuburg entdeckt. Und das Besondere an diesem Virus war, dass er so groß war, dass er ein Genom hat, das um einiges größer ist von manchen Bakterien. Aber das Besondere auch war, dass dieser Virus geholfen hat, die Evolution von Viren im Generellen besser zu verstehen. Und es war insofern auch ganz amüsant, da es dazu geführt hat, dass jetzt die Stadt Klosterneuburg sich damit schmücken kann, dass ein Virus nach ihr benannt ist. Und was ich auch sehr amüsant gefunden habe, ist, ich habe im Zuge dieser Recherchen jetzt gelernt, dass die Stadt Klosterneuburg anscheinend eine der modernsten Kläranlagen Europas besitzt. Und wenn man sonst heute sich nicht allzu viel merkt, das ist wahrscheinlich etwas, was die meisten Leute sich am Ende dieses Vortrags gemerkt haben werden. Jetzt kommen wir dazu, über die Hülle zu reden. Also was ist die Hülle, die manche Viren umgibt und manche Viren eben nicht? Und der Titel dieses Virus war ja auch Viren zieht euch warm an und das hat darauf abgezielt, über die Methode zu reden, also die sogenannte Kryoelektronenmikroskopie, aber auch darauf, dass es Viren gibt, die eben eine Hülle haben und Viren, die auch einen sogenannten Mantel haben. Das heißt, es gibt jetzt Viren, die haben eine Hülle, das nennt man die behüllten Viren, und es gibt Viren, die haben keine Hüllen, und die nennt man die sogenannten nackten Viren. Was alle Viren gleich haben, ist, sie haben ihr genetisches Material. Und je nachdem, ob sie jetzt eben behüllt sind oder nackt, verpacken sie es anders. Ein nackter Virus, so wie wir ihn auf der rechten Seite hier sehen können,
der verpackt sein genetisches Material in einen Proteinmantel. Und dieser Proteinmantel, der muss natürlich relativ stabil sein, weil das Virus sonst nichts hat, was sein genetisches Material vor der Umgebung, vor den harschen Umgebungsbedingungen schützen kann, die oft vorherrschen. Das heißt, der Proteinmantel, den ein nackter Virus formen muss, der muss sehr, sehr stabil sein, dass er sowohl Temperaturschwankungen als auch pH-Schwankungen als auch vielleicht sauren Umgebungen besser standhalten kann. Ein behüllter Virus hingegen, der hat sein genetisches Material, ab und zu auch einen Proteinmantel, das sogenannte Kapsid. Manche Viren haben das auch nicht. Aber was diese haben, ist dafür eine Membranhülle, also eine sogenannte Lipidhülle, man kann es auch nennen Fetthülle, die das genetische Material umgibt. Und innerhalb dieser Fetthülle befinden sich dann die Hüllenproteine, die eingelagert sind. Und das sind diese Proteine, die an den Rezeptor einer Zelle binden, um eben die Aufnahme des Virus in die Zelle zu induzieren. Und jetzt haben sicher viele Leute schon gehört, warum behüllte Viren mehr anfällig sind gegen Seife. Und dazu komme ich in einer Sekunde. Und zuerst möchte ich noch mal kurz über die nackten Viren reden. Und da möchte ich auch Ihnen jetzt schon Strukturen zeigen, die mittels Elektronenmikroskopie zum Beispiel analysiert wurden. Und zwar haben wir hier zwei Beispiele. Einmal die Papillomaviren. Und auf meinem Bildschirm sind die ca. 2 Millionenfach vergrößert. Das kommt darauf an, wie groß Ihr Bildschirm ist. Da wird sich die Größe wahrscheinlich ein bisschen ändern. Aber Papillomaviren, nicht sehr beliebt, da sie eben Warzen hervorrufen können, haben eine sehr, sehr definierte Symmetrie. Das nennt man icosahedrale Symmetrie. Und diese Symmetrie, dazu komme ich auch noch, erlaubt ihnen, ihr genetisches Material sehr, sehr effizient zu verpacken. Und das führt auch dazu, dass diese Viren relativ stabil sind, sehr hitzeresistent. Und dann gibt es auf der rechten Seite ein anderes Beispiel, den sogenannten Tabakmosaikvirus, über den habe ich schon gesprochen. Und der ist eben auch symmetrisch, der hat eine sogenannte helikale Symmetrie. Und was über diesen Virus sehr, sehr interessant zu wissen ist, das ist der erste beschriebene Virus. Also dieser Virus wurde als allererste beschrieben Ende des 19. Jahrhunderts. Und man hat ihn damals eben noch nicht sehen können. Und es hat eben gedauert bis in die 1940er Jahre, bis man wusste, wie er aussieht. Aber was für diesen Virus wirklich bemerkenswert ist, er ist extrem stabil und extrem hitzeresistent. Diese Tabakmosaikviren finden sich in Zigaretten wieder und sie finden sich auch, zumindest die genetische Information, im Speichel von vielen Rauchern wieder. Also wenn man sich das nächste Mal eine Zigarette anzündet, dann kann man daran denken, dass man nicht nur seinen Tabak raucht, sondern auch einige Viren. Und ich habe über die Symmetrie geredet. Und die Symmetrie bedeutet im Grunde für einen Virus, die effizienteste Verpackung mit geringstem möglichen Aufwand zu schaffen. Denn Symmetrie bedeutet, so effizient, so regulär, die wenige Anzahl an verschiedenen Proteinen, die man zur Hand hat, zu benutzen, um ein Partikel zu bauen, das das genetische Material von seiner Umgebung abschirmt. Und hier habe ich eine Galerie von icosahedralen, also hochsymmetrischen Viren. Und man kann sehen, auf der linken Seite sind sehr, sehr kleine Vertreter und auf der rechten Seite sind sehr, sehr große Vertreter dieser Viren. Und man kann auch sehen, obwohl sie bestimmte symmetrische Regeln befolgen, haben sie doch sehr unterschiedliche Formen, wie man hier zum Beispiel sehen kann oder wie man hier zum Beispiel sehen kann. Und jetzt kommen wir zu den behüllten Viren. Und behüllte Viren haben, wie gesagt, eine Membranhülle, die sie umgibt. Und da gibt es einige Vertreter, die auch nicht unbedingt sehr beliebt sind, wie zum Beispiel Ebola-Viren, HIV, Tollwut-Viren, Influenza-Viren oder eben Pocken-Viren. Und was diese Viren ausmacht, das ist natürlich jetzt simplifiziert, was ich hier wiedergeben muss, aber diese behüllten Viren haben einen Nachteil, und zwar das ist die reduzierte Widerstandsfähigkeit außerhalb ihrer Wirtsumgebung. Allerdings haben sie einen Vorteil, sie sind adaptionsfähiger und anpassungsfähiger, um zum einen dem Immunsystem zu entkommen und zum anderen, um sich auch an einen neuen Wirten anzupassen. Denn was diese Viren häufig gemeinsam haben, ist, dass sie eine irreguläre Form annehmen können. Das heißt, sie können ihre Proteine, einerseits ihre Kapsid-Mantelproteine, unterschiedlich zusammenbauen, damit sie adaptionsfähiger sind an ihre Umgebung, wenn notwendig. Und sie können auch ihre sogenannten Oberflächenproteine anpassen, also die Proteine, die an den Rezeptor binden, um in eine Zelle hineinzukommen. Und das bietet natürlich einen immensen Vorteil, um dem Immunsystem zu entkommen. Und der prominenteste Vertreter ist momentan, das kann sich in Zukunft wieder ändern, vielleicht wird dann ein anderer Virusvertreter prominenter, ist SARS-CoV-2, weil das ist eben einer der Viren, der behüllt ist und dessen Oberflächenproteine in dieser Membranhülle eingelagert.
Jetzt stellt sich die Frage, und das ist häufig aufgekommen auch, warum ist Seife gegen behüllte Viren so effektiv? Und zum Beispiel, warum ist Seife gegen nackte Viren zwar auch hilfreich, aber manchmal nicht so effektiv wie zum Beispiel Alkohol? Und zwar, man kennt es, wenn man jetzt Pommes mit den Fingern isst, dann hat man meistens ziemlich fettige Finger. Und wenn man sie dann versucht, nur mit Wasser zu waschen, dann bleibt eine Fettschicht zurück. Und das hat damit zu tun, dass die Lipide, die Fettmoleküle, die man auf der Hand hat vom Öl der Pommes, entweder eine Doppellipidschicht bilden können, Lipidvesikel oder auch sogenannte Micellen. Und das kennt man vielleicht aus der Werbung, wo jetzt häufig damit geworben wird mit Kosmetika. Aber das Problem ist eben, dass diese Aggregate, Doppellipidschichten zum Beispiel, einen wasserabweisenden Teil haben, einen sogenannten hydrophoben Teil, und da die lagern sich zusammen und außerhalb einen wasserliebenden Teil. Das heißt, das Wasser kommt im Grunde nicht dazu, um diese Lipidschichten oder Lipidvesikel zum Beispiel aufzulösen und wegzuwaschen. Und bei Viren ist es eben so, die bilden auch hier eine sogenannte Doppellipidschicht aus, eine Membran, die eben das Äußere des Virus, das Innere des Virus vor der äußeren Umgebung schützt. Und innerhalb dieser Membranschicht ist jetzt das Hüllenprotein zum Beispiel eingebaut. Und was machen Seifenmoleküle? Seifenmoleküle haben den Vorteil, dass sie einen hydrophoben und einen hydrophilen Teil haben, also einen wasserliebenden und einen wasserabweisenden Teil. Und der wasserabweisende Teil, der setzt sich in diese Doppellipidschicht hinein, lagert sich um die viralen Oberflächenproteine zum Beispiel herum und löst sie aus der Virenhülle heraus und führt dazu, dass Viren Löcher bekommen. Und dann haben die Viren im Grunde, werden die Viren nicht mehr infektiös, sie zerfallen im Grunde und sind unschädlich gemacht. Das bedingt natürlich, dass man sich sorgfältig genug die Hände wäscht, dass die Seife überall hinkommt. Und Seife waschen ist auf jeden Fall wichtig, vor allem im Kontext mit SARS-CoV-2. Aber nichtsdestotrotz ist der Übertragungsweg von SARS-CoV-2 nicht nur über Schmierinfektionen, sondern auch über Tröpfcheninfektionen, also Masken tragen, ist im Moment auch sehr, sehr empfohlenswert. Jetzt habe ich relativ lange über eine Einführung geredet, über Viren im Generellen. Die Frage ist, woher wissen wir so viel über Viren? Aber anscheinend immer noch nicht genug. Und da komme ich zurück auf das Thema submikroskopisch. Wie gesagt, für lange Zeit war es nicht möglich, Viren überhaupt zu sehen, da sie kleiner waren als das, was man mit einem normalen Lichtmikroskop darstellen kann. Und nur als Vergleich, das menschliche Auge, so gut es auch ist, ab und zu wird es schlechter. Das Kleinste, was man mit einem Auge sehr gut sehen kann normalerweise, ist in einem Bereich von 0,1 mm, also 100 Mikrometer, und das ist der Durchmesser eines Haares zum Beispiel. Mit einem Lichtmikroskop und die normalen Lichtmikroskope, es gibt heutzutage Ausnahmen, die Entwicklung war aber auch sehr, sehr beeindruckend in den letzten Jahren in diesem Bereich, die schaffen Auflösungen im Bereich von 200 bis 300 Nanometer, also 200 bis 300 Milliardstel Meter. Und das reicht eben, um Zellen darzustellen, wie man hier sieht, oder auch um Bakterien darzustellen. Aber alles, was kleiner ist, also diese 200, 300 Nanometer, das war für Lichtmikroskope nicht zugänglich. Und das ist eben der Bereich, wo sich einerseits Viren befinden, aber andererseits eben sogar kleinere Moleküle, wie zum Beispiel Proteine einzelne oder eben die DNA und dann sogar Atome. Und um in diesem Bereich etwas sehen zu können, braucht man eine andere Art von Mikroskopie, und das ist die sogenannte Elektronenmikroskopie. Es gibt auch noch andere Methoden, um Dinge in diesem Bereich zu sehen, aber darüber werde ich heute nicht sprechen. Aber wenn man in diesem Bereich der Biologie sich aufhält, also in diesem Größenordnungsbereich, dann spricht man von der Strukturbiologie. Und ich bin im Grunde Strukturbiologe, der versucht, mittels der Elektronenmikroskopie die strukturellen Eigenheiten von Viren besser zu verstehen und zu verstehen, wie sich eben diese Proteine, die Viren ausmachen, zusammenlagern, um den Virus Stabilität zu geben. Und noch vor 100 Jahren, und da auch länger, waren Mikroskope jetzt noch nicht so ausgefeilt. Also es waren schon einige gute Lichtmikroskope dabei, aber meistens war man limitiert in dem, was man sehen konnte. Und vor allem Viren waren nicht zugänglich. Und erst im Laufe der 1930er Jahre durch die Erfindung des Elektronenmikroskops, durch Ernst Rutger, für diese Erfindung hat er auch den Nobelpreis bekommen, war es möglich, Dinge zu sehen, die kleiner waren als 200 bis 300 Nanometer. Und wieso ist das so? Das Elektronenmikroskop hat den Vorteil, dass man nicht Licht nimmt, um Dinge zu visualisieren, sondern sogenannte Elektronen. Und die Elektronen haben eine viel kleinere Wellenlänge und deswegen können sie Dinge unterscheiden, die näher beieinander sind. Einer der großen Nachteile des Elektronenmikroskops
ist allerdings, dass man unter Vakuum arbeiten muss, da die Elektronen nicht mit Luftmolekülen zusammenstoßen dürfen, da man sonst eine sehr, sehr schlechte Auflösung erreicht. Und eines der Probleme, die man sich vorstellen kann, wenn man im Vakuumbau arbeitet, und dazu komme ich gleich dazu, dass Vakuum und biologisches Leben sich nicht sehr gut vertragen. Aber selbst kurz nach der Erfindung des Elektronenmikroskops haben Ernst Ruska, also der Erfinder selbst, und sein Bruder, ein Mediziner damals und auch ein weiterer Kollege, Bruder von Boris, schon die Bedeutung der sogenannten Übermikroskopie, also das war damals noch der Name für die Elektronenmikroskopie, für die Virusforschung erkannt. Weil diese Herren haben relativ schnell herausgefunden, okay, jetzt können wir wirklich in diese kleinen Bereiche vordringen, wo wir Strukturen von Viren sehen können, und haben bedeutende erste Einsichten geliefert über verschiedene Viren haben. Eine der Limitierungen, die aber diese Herren schon damals gehabt hatten und die auch sehr lange weiter bestanden hat, war das Vakuum im Elektronenmikroskop und was es dann benötigt, um eben Proben stabil genug zu machen, um mit der Elektronenmikroskopie analysiert zu werden. Weil wie gesagt, also alles Leben besteht zu großen Teilen aus Wasser, also Proteine und biologische Moleküle auch. Und nachdem in einem Elektronenmikroskop ein Hochvakuum herrschen muss, also wirklich kein Luftmolekül vorhanden sein sollte, führt das zu Problemen. Weil was passiert, wenn man jetzt Wasser in einen luftleeren Raum gibt? Das kann man hier sehen, die Temperatur ändert sich nicht. Aber wenn man ein Vakuum herstellt, da beginnt das Wasser zu verdampfen. Das kann man sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel eine lebende Zelle in ein Vakuum gibt, dann verdampft die Zelle und man hat nichts mehr, was man anschauen kann. Ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel am Mount Everest die Nudeln schneller kochen als bei uns, weil der Luftdruck natürlich niedriger und deswegen das Wasser schneller zum Kochen kommt. Und eine der Sachen, die man eben genommen hat, um sich zu behelfen, war mittels Chemie, die Proben stabiler zu machen, was aber auch den Nachteil gehabt hat, dass man oft Artefakte, also Veränderungen in die Proben eingebracht hat und man deswegen nicht mehr genau das gesehen hat, was man sehen wollte, abgesehen davon, dass die Chemie, die man benutzt hat, sehr, sehr giftig war. Aber irgendwann konnte man damals schon dann, und das ist ein Bild von 1939, zumindest mal die Form von Viren erkennen. In den 1980er Jahren kam dann eine neue Methode auf und die begründete die sogenannte Kryoelektronenmikroskopie. Das war das schnelle Frieren der Probe und die Analyse der Probe bei ultrakalten Temperaturen, also bei minus 196 Grad Celsius. Und so war was passiert. Die Probe wird so schnell gefroren, und das nennt man vitrifizieren, weil mit mehreren tausend Grad pro Sekunde, dass das Wasser keine Zeit hat, sich zu ordnen. Das heißt, es können sich keine Eiskristalle bilden, weil Eiskristalle sind sehr, sehr schlecht auch für alles biologische Leben, weil die kann man sich vorstellen wie kleine Speerspitzen, die zum Beispiel eine Zelle durchlöchern oder auch einen Virus. Aber wenn man so schnell friert durch die Vitrifikation und es entstehen keine Eiskristalle, entsteht ein sogenanntes amorphes glasförmiges Eis, was die Probe in einem komplett natürlichen Zustand hält, ohne sie zu beeinflussen. Und was man dann machen kann mit diesen gefrorenen Proben, die kann man dann im Elektronenmikroskop analysieren. Und das habe ich hier ein Video, das habe ich von Jürgen Blitzko am Max-Planck-Institut für Biochemie in der Nähe von München. Hier kann man sehen, dass jetzt Viren in einer wässrigen Lösung herumschwimmen und die werden dann ganz, ganz schnell gefroren, sogenannt vitrifiziert. Und die sind auf einem Elektronenmikroskop-Objektträger, auch RIT genannt, und die werden jetzt im Elektronenmikroskop analysiert. Das heißt, man nimmt Bilder von diesen Viren auf aus verschiedenen Blickwinkeln. Und was man dann machen kann mit diesen vielen verschiedenen Bildern mittels Computer-Algorithmen, man kann dann sogenannte Tomogramme, 3D-Volumen rekonstruieren, die dann die Information, die vorher in zweidimensionalen Bildern gespeichert waren, in 3D darstellen. Und das ist natürlich sehr hilfreich, um Makromoleküle, größere Komplexe zu visualisieren. Und diese Entwicklung, einerseits über das Vitrifizieren, andererseits auch über die Technologie der Mikroskope und auch über die Computeralgorithmen, hat dazu geführt, dass es im Jahr 2017 für die Kryoelektronenmikroskopie, für diese drei Herren, Jacques Dubéget, Joachim Frank und Bridget Henderson, den Nobelpreis gegeben hat für die Entwicklung dieser Methode, um eben hochaufgelöste Strukturen von Biomolekülen in ihrem nativen Zustand machen zu können. Und ich wäre kein Wissenschaftler, wenn ich mir nicht einen schlechten Scherz erlauben würde, vor allem ein Wortspiel. Das hat dazu geführt, dass Kryoelektronenmikroskopie im Moment eine sehr, sehr, sehr populäre Technik in der Strukturbiologie ist. Und auch das IST Austria hat eben in den letzten Jahren sehr stark in diese Richtung expandiert. Und momentan hat das IST Austria die modernste und größte Kryoelektronenmikroskopie-Facility und ermöglicht uns Wissenschaftlern hier am Institut, aber auch Wissenschaftlern im Rest von Österreich,
komplett neue Einblicke in Viren oder andere wichtige biologische Vorgänge zu erreichen. Ich möchte jetzt ganz kurz, bevor ich dann schlussendlich zu den Coronaviren komme, darüber reden, was wir eigentlich machen. Und wir beschäftigen uns zum einen Teil mit Verwandten der Pockenviren, aber wir beschäftigen uns auch mit Retroviren. Und Retroviren, der prominenteste Vertreter, ist HIV. Aber es gibt eben andere Gattungen innerhalb der Retrovirenfamilie, und die kann man unterscheiden, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, die einerseits Tiere infizieren, aber andererseits auch wieder Menschen. Und was wir machen, ist, wir vergleichen diese Viren strukturell miteinander, um zu verstehen, was für konservierte, also was für ähnliche und was für variable Mechanismen und Strukturen formen diese Viren aus. Weil unsere Grundlagenwissenschaft schafft dann Ansätze für weiterführende therapeutische Entwicklungen, indem wir kritische Stadien im viralen Lebenszyklus und in der Virusstruktur ermitteln. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir jetzt einen Virus haben wie HIV und der infiziert Menschen, wir haben einen Virus, der infiziert zum Beispiel Pferde, da kommen beide aus der Familie der Retroviren, dann gibt es viele Dinge, die sich in diesen Viren verändert haben, nachdem sie unterschiedliche Wirte haben. Aber es gibt auch viele Dinge, die sie gleich behalten haben, da sie für diese Viren absolut essentiell sind. Und wenn wir diese essentiellen, konservierten Mechanismen und Strukturen darstellen können, dann können wir darüber mehr erfahren, was es wirklich wichtig für den Virus ist, um seine eigene Struktur auszubilden. Und hier habe ich ein Tomogramm jetzt eben an HIV-Partikeln, die ich 2015 noch in Deutschland aufgenommen habe. Und hier sieht man eben HIV-Viren vitrifiziert, also in einer wässrigen Lösung gefroren. Und hier nehmen wir Bilder von unterschiedlichen Blickrichtungen. Und diese Bilder sind jetzt nicht sonderlich beeindruckend, man sieht nicht sehr viel, aber was wir mittels Computeralgorithmen machen können, ist dann im Grunde eine dreidimensionale Rekonstruktion zu berechnen. Und das erlaubt uns jetzt Schritt für Schritt durch diese HIV-Viren durchzugehen, um eben zu sehen, was ist es für eine Struktur, die Viren formen. Und man sieht hier einerseits, diese Viren formen hier eine Membranhülle, es sind behüllte Viren. Und hier sieht man zum Beispiel den Proteinmantel, der das Genom umgibt. Diese Auflösung ist schon sehr gut, aber was man mittels Bildverarbeitungsmethoden machen kann, ist, man kann noch detailliertere Einblicke erlangen. Und zwar haben wir hier dann zum Beispiel im Laufe der Zeit Methoden entwickelt, um wirklich in den nahatomaren Bereich gehen zu können, um zu verstehen, wie sich die Bausteine, die der Virus benutzt, um sich selber zusammenzubauen, wie die zusammenkommen. Also man könnte sagen, wie die Lego-Blöcke des Virus zusammengesetzt werden müssen, um ein infektiöses Viruspartikel zu erschaffen. Was man allerdings machen kann, ist, man muss nicht unbedingt mit richtigen Viren arbeiten. Ab und zu ist das auch nicht unbedingt erwünscht, weil die Viren eben infektiös sind. Man kann den sogenannten viralen Baukasten zur Hand nehmen. Und das ist, wo wir Einzelteile des Virus nehmen, also vielleicht nur die Bausteine, die der Virus benötigt, um seinen Proteinmantel zu assemblieren, um sogenannte virenartige Partikel, VLPs, nachzubauen. Oder man kann sogar nur Einzelbausteine analysieren, und das ist etwas, was ich in Kürze zum Coronavirus zeigen werde. Und diese In-vitro-Methoden, also wo man nicht mit kompletten Viren arbeitet, sondern nur Teile des Virus analysiert, ist eine sehr hilfreiche Methode für strukturelle und biochemische Studien. Zum Beispiel, wir haben das gemacht eben an einem Pferdevirus, wo wir Pferdevirenartige Partikel nachgebaut haben, die sind nicht infektiös, aber die uns erlaubt haben, vergleichende Studien zwischen diesem Pferdevirus und dem HIV zu ziehen, um zu wissen, okay, was sind die Teile, die zwischen diesen Viren so essentiell sind, dass sie behalten haben müssen. Was lernen wir aus unserer Forschung jetzt spezifisch? Wir machen Grundlagenwissenschaft. Das heißt, wir machen keine angewandte Forschung. Unser ultimatives Ziel ist nicht, Therapien zu entwickeln, aber wir legen die Grundlage, um die Funktion von Proteinen in Viren erklären zu können, um einerseits eine vergleichende Studien in die Evolution von Viren geben zu können, aber auch um anderen Forschern Möglichkeiten zu geben, wie zum Beispiel Structure-Based Drug Design, also wo andere Forscher unsere Struktur nehmen können, um therapeutische Ansätze entwickeln zu können. Und wir machen auch methodische Weiterentwicklungen, um noch genauere Einblicke in Viren erlangen zu können. Und jetzt habe ich eine, kann man sagen, wahrscheinlich die längste Einleitung der Geschichte über Viren gehabt, aber da war wahrscheinlich noch etwas über Coronaviren, was viele Leute interessiert. Und da möchte ich die letzten Minuten nutzen, um noch spezifisch über Coronaviren zu reden. Also SARS-CoV-2, der Virus, der uns alle beschäftigt, hat uns die letzten Monate ganz klar im Atem gehalten. Und hier auf der linken Seite ist eine relativ akkurate künstlerische Darstellung von dem Aussehen dieses Virus.
Und was man hier eben sehen kann, sind die Oberflächenproteine, man sieht seine Membranhülle. Und was man hier auf der rechten Seite sehen kann, ist eben die Entwicklung, wie der Virus sich über den ganzen Planeten ausgebreitet hat, aufgrund seiner sehr, sehr hohen Infektiosität. Und man sieht eben, das war vor 3 Tagen, mehr als 4 Millionen bestätigte Fälle von Infektionen, mehr als 280.000 Todesfälle. Aber was auch wichtig ist, wenn man über SARS-CoV-2 redet, ist die Definition vom Virus, die Definition von Krankheit, von der Krankheit, die auslöst, und auch die Definition von diesem Virus im Kontext von anderen Corona. Denn SARS-CoV-2, also Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, das ist der Name des Virus. Und häufig liest man, dass der Name des Virus mit dem Namen der Krankheit verwechselt wird. Covid-19 beschreibt nicht den Virus selbst, sondern beschreibt die Krankheit, die durch diesen Virus ausgelöst wird. Also Coronavirus Disease 2019 und die Zahl in Covid-19, nicht wie oft auch postuliert, bezieht sich nicht auf irgendeine Proteinanzahl oder sonstige Dinge, sondern auf die Jahreszahl, in welcher dieser Virus das erste Mal, diese Krankheit das erste Mal beschrieben wurde. Interessant ist auch, dass SARS-CoV-2 nur einer von 7 Vertretern der Coronaviren ist, die Menschen infizieren können. Und die habe ich hier unten gelistet. Und das ursprüngliche SARS, viele können sich noch erinnern an den Ausbruch 2001, das ist einer der pathogeneren SARS-Viren. Dann gibt es MERS, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, welcher sogar noch pathogener ist als SARS-CoV-1. Aber dann gibt es humanpathogene Viren, die relativ häufig in der Population vorkommen und für viele eine hohe Prozentzahl der Erkältungserkrankungen verantwortlich sind. Das heißt, wenn man über Coronaviren redet, dann muss man auch häufig sehr klar definieren, welche Viren man eigentlich meint, ob man über SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 oder eben über einen der anderen Vertreter der humanen Coronaviren redet. Und wie schon vorher auch gesagt, es gibt sehr viele nicht-humane Coronaviren, die nur in Tieren vorkommen, aber die wahrscheinlich auch das Potenzial haben, über zoonotische Infektionen auf den Menschen überzugehen. Woher kommt jetzt der Name Coronaviren? Der Name Coronaviren kommt von Aufnahmen wie diesen hier, wo man sieht, das virale Partikel und um den Virus herum diesen Kranz. Und das ist die Corona des Virus. Und der Kranz wird gebildet durch die sogenannten Spike-Proteine, die sogenannten Oberflächenproteine. Und das führt mich jetzt dazu, nochmal ganz kurz über den Lebenszyklus von Coronaviren zu reden und auch über die sogenannten Spike-Proteine. Und ich habe vorher schon gesagt, dass Lebenszyklen von Viren sehr, sehr kompliziert sein können. Und das sieht man vielleicht auch an dieser schematischen Darstellung. Aber man kann es herunterbrechen auf im Grunde wenige Schritte, die für den Virus sehr essentiell sind. Coronaviren sind behüllte RNA-Viren, soweit wir viel wissen wir schon. Aber was Coronaviren auch haben, ist ein unverschämt großes Genom im Grunde. Also die Erbinformation, die Coronaviren haben, ist unverschämt groß für RNA-Viren normalerweise. Da normale RNA-Viren maximal 10.000 Nukleotide große Genome haben, da es ansonsten zu viele Mutationen geben würde. Was aber Coronaviren machen ist, sie haben ein Enzym, das diese Mutationsrate unterdrückt und deswegen haben Coronaviren langsame Mutationsraten im Vergleich zu anderen RNA-Viren, was im Grunde für uns auch nicht schlecht ist, was es erwünschenswert ist, dass es ein Virus ist, der nicht die ganze Zeit neu mutiert. Aber nichtsdestotrotz, Mutationen können natürlich entstehen, vor allem je mehr Leute oder je mehr Wirte infiziert werden. Was passiert jetzt, wenn der Virus eine Zelle infiziert? Also auf der Oberfläche der Viren gibt es diese sogenannten Spike-Proteine, darüber habe ich schon geredet, und die müssen an einen Oberflächenrezeptor binden auf einer Zelle. Und dieser Oberflächenrezeptor, von dem haben wahrscheinlich auch schon viele gehört, der nennt sich ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2. Und das führt dazu, dass je nach, so nach Schlüssel-Schloss-Prinzip, sobald der Virus gebunden hat an diesen Rezeptor wird in die Zelle aufgenommen und führt dann dazu, dass der Virus die Zelle dazu bringt, einerseits die viralen Proteine zu produzieren und der Virus beginnt auch, sein RNA-Genom zu vervielfältigen. Sobald genug Bausteine vorhanden sind, verlassen die Viren die Zelle wieder und beginnen neue Zellen zu infizieren. Was vielleicht interessant ist zu wissen, dass zwar hört man sehr viel über dieses ACE2-Oberflächenprotein auf Zellen als Haupteintrittspforte für Viren in die Zellen, aber es wird vermutet, dass es noch viele andere Rezeptoren gibt, an die der Virus binden kann und dass eben ACE2 nur einer der Hauptrezeptoren ist. Und für die Viren absolut essentiell, um eben diesen Rezeptor zu binden, ist das Spike-Protein.
Aber auch aufgrund seiner exponierten Lage auf der Oberfläche des Virus ist das Spike-Protein das dominante Ziel der Immunantwort wahrscheinlich. Und wenn man heute auch viel über Antikörpertests liest, also Antikörpernachweise, um zu sehen, wer die Infektion schon gehabt hat, dann werden diese Spike-Proteine als Antigene benutzt, um eben zu schauen, wer Antikörper hat. Weil einer der Vorteile ist, dass man heutzutage weiß, wie man diese Spike-Proteine künstlich herstellen kann. Also wie man sie herstellen kann, ohne den Rest des Virus. Und hier, um das nochmal zu zeigen, das Spike-Protein, von dem ich die Rede hier, ist auf dem Virus dieses rote Oberfläche. Jetzt ist es natürlich von extremer Relevanz zu wissen, wie dieses Spike-Protein wirklich ausschaut, also auf molekularer Ebene. Was sind die Interaktionen, die dieses Spike-Protein ganz, ganz spezifisch mit einem Oberflächenrezeptor auf der Zelle machen kann? Und hier hat die Kryoelektronenmikroskopie schon sehr schnell Einblicke liefern können. Innerhalb von 4 Wochen circa nach Verifizierung, dass eben der Auslöser von diesen Krankheiten das SARS-CoV-2-Virus ist, wurde das Genom schon sequenziert. Und mit dieser Sequenzierung, also mit dem Wissen des Bauplans, konnte man das Spike-Protein rekombinant, das nennt sich künstlich herstellen. Man kann Bakterien dazu bringen, Zellen dazu bringen, dieses Protein künstlich herzustellen. Und man kann dann diese künstlich hergestellten Spike-Proteine auf eine Elektronenmikroskopie bringen, vitrifizieren, wie vorher erzählt, und Bilder aufnehmen. Und das sieht man hier auf diesem Bild, diese Schatten, die man vielleicht sehr schwer erkennen kann, das sind die Spike-Proteine. Und innerhalb von dann wenigen Wochen wurde von 2 Gruppen, einer Gruppe in Austin, Texas, und einer Gruppe in Seattle, in Washington, USA, wurde schon die Struktur mittels Cryo-EM ermittelt. Und da konnte man eben erkennen, wo sich die Bereiche finden auf diesem Spike-Protein, die an den Rezeptor binden. Wie unterscheiden sich diese Bereiche zum Beispiel zu Strukturen von anderen Coronaviren? Also was hat sich hier geändert? Könnte es eine Erklärung sein, warum dieser Virus infektiöser ist als die anderen Viren? Und man konnte von diesen Strukturen auch schon ableiten, wie das Immunsystem Antikörper bilden könnte, um eben diese Oberflächenproteine auf einem Virus zu markieren. Und was wirklich beeindruckend war, war, was früher noch Jahre gedauert hätte, innerhalb von nur wenigen Wochen, innerhalb von 6 bis 8 Wochen, war es schon möglich, diese Struktur zu generieren. Andere Dinge, die man mit der Kryoelektronenmikroskopie machen kann, ist, sich auch Proteine anzuschauen, die im Inneren des Virus von Relevanz sind, also die nicht auf der Oberfläche sind, sondern die im Inneren eine Rolle spielen, vor allem wenn der Virus dann die Zelle infiziert hat. Und das ist die sogenannte Polymerase zum Beispiel. Das ist das Enzym, das der Virus benutzt, um sein RNA-Genom zu vervielfältigen. Und wieso will man wissen zum Beispiel, wie dieses Enzym ausschaut? Weil einerseits, wenn man weiß, wie es ausschaut, kann man besser verstehen, okay, was benötigt der Virus, um sein Genom zu replizieren. Aber andererseits kann man auch besser verstehen, wie zum Beispiel antivirale Mittel, ich nenne hier jetzt Remdesivir, von dem viele wahrscheinlich schon gehört haben, spezifisch wirken, um die Replikation der RNA zu unterbinden. Und hier hat es auch innerhalb von kürzester Zeit durch 2 Gruppen, eine Gruppe in China und eine Gruppe in Deutschland, die ich hier jetzt nenne, in Göttingen, eine Struktur mittels Kryoelektronenmikroskopie gegeben, die gezeigt hat, okay, wie repliziert der Virus sein Genom und wie wirkt zum Beispiel ein Mittel wie Remdesivir in diesem Kontext? Und was könnte man machen, um zukünftige Mittel noch effizienter werden zu lassen? Jetzt habe ich auch schon sehr lange geredet. Was ich jetzt abschließend noch sagen möchte, ich könnte wahrscheinlich stundenlang über die verschiedenen Studien von Coronaviren reden, die es heutzutage gibt. Weil alleine seit Anfang 2020 sind mehr als 4000 wissenschaftliche Publikationen zu SARS-CoV-2 und auch zu COVID-19 erschienen. Das alleine zeigt natürlich, dass die Wissenschaftsgemeinschaft, die Community sehr, sehr, sehr aktiv ist, eine Lösung zu finden, mit der man SARS-CoV-2 unterbinden kann. Aber es zeigt natürlich auch, dass durch die große Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen, die in kurzer Zeit generiert werden, es nicht mehr so leicht wird, auch den Überblick zu behalten und eben ein holistisches Bild zu bekommen. Und hierzu möchte ich eben sagen, dass es dann wenn man in den Medien etwas liest, ab und zu sehr, sehr wichtig ist, das in einem Kontext zu betrachten, dass es eine Einzelstudie ist, wo wir es da in den Kontext der gesamten Publikation praktisch schon gehen will. Jetzt bin ich schon am Ende angelangt von dem, worüber ich eigentlich reden wollte und möchte Sie nochmal in der Welt der Viren bekommen heißen. Ich werde Sie wieder in die Welt der Viren hinaus verabschieden. Aber hier ist ein Bild von einem Wissenschaftsmagazin von 2020 eben, von einem Artikel, der eben diese Oberflächenproteine dargestellt hat, wo wir auch wieder ganz klar sehen können, wir leben im Grunde in einem großen Viruspool,
in dem wir uns zurechtfinden müssen. Bevor ich jetzt zu den Fragen komme, hätte ich noch gern was, was ich, nicht im eigenen Interesse, im Interesse der Wissenschaft sagen will. Wissenschaft basiert auf Fakten. Und die Generierung und die Verifizierung von Fakten benötigt natürlich Zeit. Und es ist klar natürlich, dass man im Moment das Interesse hat, so schnell wie möglich eine Antwort zu bekommen, um wie man mit diesem, diesem Problem der Pandemie umgehen kann. Was aber allerdings wichtig ist, auch wenn man in den Medien liest, ist, dass man immer beachten muss, Anekdoten, also Einzelfälle, die etwas berichten, sind keine Fakten und müssen immer erst wissenschaftlich verifiziert werden. Und deswegen, Zeit ist natürlich ein wichtiger Faktor, der hier reinspielt. Und was auch zu sagen ist, es bleibt zu hoffen, dass jetzt, wo die Wissenschaft natürlich im Mittelpunkt steht, als Lösungsbringer für diese Pandemie, dass sobald, wenn diese Pandemie vorbei ist, dass sie nicht ignoriert wird, wenn es darum geht, vielleicht helfen zu können, schon Pandemien vorherzusagen, die wieder auftreten können, um nicht erst retroaktiv wirken zu können. Das war es jetzt schon. Ich glaube, ich war etwas länger als geplant. Ich möchte mich nochmal bedanken für alle, die zugehört haben und zugeschaut haben und nehme jetzt gerne Fragen entgegen. Und ich habe jetzt schon gesehen, dass einige Fragen über dieses Q&A-Tool gekommen sind. Und ich werde diese Fragen jetzt versuchen, einzeln durchzugehen und werde dann nachher noch die Option geben, wirklich Fragen zu stellen live mit diesem Raise Hands-Tool. Ich muss mir die Fragen nur ganz kurz selber durchlesen. Die ersten Fragen ist, wie unterschiedlich ist das Ansteckungsrisiko von SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2, beziehungsweise wieso verbreitete sich SARS-CoV-2 weiter, beziehungsweise schneller als SARS-CoV-1? Das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen hat es natürlich hat es damit zu tun, wie der Virus in die Zelle hineinkommt. Es scheint so auf jeden Fall, dass die beiden Viren denselben Rezeptor benutzen, um in die Zelle hineinzukommen. Was allerdings auf jeden Fall für SARS-CoV-2 zutrifft, ist, dass schon asymptomatische Patienten, also Leute, die infiziert sind, aber keine Symptome zeigen, das Virus weiterverbreiten können. Während bei SARS-CoV-1 es so war, dass Patienten erst infektiös waren, wenn sie schon Symptome gezeigt haben. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn man eben den Virus in sich trägt und schon infektiös ist und man weiß es selber nicht, weil man nichts spürt, dann kann man ihn natürlich viel mehr weiterverbreiten. Dann gibt es sehr viele andere Fragen. Hier zum Beispiel eine Frage zum Thema Seife, seifenfreie Lotionen. Im Grunde ist es so, dass die Frage ist, ob seifenfreie Lotionen genauso gut funktionieren wie richtige Seife, auch wenn es eben Tenside enthalten. Es ist im Grunde so, dass Seife ist wirklich das Einfachste und das Beste, was funktioniert. Und Seife ist im Grunde überall immer erhältlich. Das heißt, echte Seifen sind immer vorzuziehen gegenüber anderen Mitteln, um sich die Hände zu waschen, weil Seifen wirklich erwiesenermaßen sehr, sehr gut gegen Viren helfen. Eine weitere Frage kommt zum Thema, ob die Elektronenmikroskopie auch für die Aufklärung des Infektionsweges verwendet werden kann, also für die Aufklärung der Interaktion zwischen Virus und Rezeptor. Und ja, auf jeden Fall. Einerseits ist das schon in einer dieser Studien geschehen, die ich vorher genannt habe, wo die Struktur von diesem Oberflächenprotein ermittelt wurde, weil hier wurde auch schon die Interaktion zwischen dem Rezeptor selbst, also zwischen ACE2 und zwischen dem Oberflächenprotein studiert. Das heißt, hier hat man dann sehen können, okay, welche Teile des Rezeptors und welche Teile des Oberflächenproteins sind wirklich die spezifischen, die miteinander interagieren. Und andererseits kann man die Elektronenmikroskopie, einerseits Kryo, als auch die Standelektronenmikroskopie benutzen, um sich infizierte Zellen anzuschauen, also um sich die Zellbiologie, die Virologie selbst anzuschauen, wie schaut es aus in einer Zelle, wenn Viren sich dort replizieren. Gut, dann haben wir hier
haben wir hier noch eine Frage, und die ist insofern, wie entstehen die Bilder genau mit dem Kryoelektronenmikroskop? Also was für Kameras verwendet man da? Und das sind eben sehr, sehr spezifische Kameras, die eben im Grunde Elektronen detektieren müssen. Das heißt, das sind sehr, sehr sophisticated und leider auch recht teure Kameras, die einzelne Elektronen detektieren können. Und diese Bilder sind dann im Grunde eben nur eine Variation von Grau, weil es natürlich in der Größenordnung keine Farbe mehr gibt. Und diese Bilder werden dann eben analysiert mittels Computermethoden, da die einzelnen Bilder, auch wenn die Qualität sehr stark gestiegen ist in letzter Zeit, sehr, sehr, sehr rauschig sind. Hier ist jetzt noch eine Frage gekommen auf Englisch, ich kann sie auf Deutsch eben sagen. Was für Sicherheitsvorkehrungen muss man treffen, wenn man mit Viren in einem Labor im Generellen arbeitet? Also hier ist es natürlich ganz wichtig, dass es sehr, sehr, sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen gibt, die man in einem Labor zu befolgen hat. Und je nachdem, welcher Sicherheitsstufe ein Virus unterliegt, gibt es dann unterschiedliche Levels. Für Viren wie zum Beispiel Ebola, wo es keine richtigen Heilmittel momentan noch gibt und die wirklich sehr, sehr infektiös sind, muss man unter sogenannten BSL-4, also Biosicherheitslevel 4 Laboren arbeiten, also unter vollen Schutz mit Masken und Überdruckanzügen. Wenn man mit Viren arbeitet, wie zum Beispiel mit HIV, dann muss man unter etwas geringeren Vorkehrungen arbeitet, aber immer noch unter Labors, die nur zugänglich sind, in einer vollen Schutzmontur, wo nur qualifiziertes Personal herein darf. Und wenn man mit Viren arbeitet, die für den Menschen zum Beispiel keine Gefahr darstellen und auch nicht infektiös sind, dann kann man geringere Vorkehrungen treffen, aber natürlich immer alles unter den Maßnahmen, dass man sehr, sehr sorgsam umgehen muss, wenn man mit Viren arbeitet. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet, die gekommen sind. Ich würde mich nochmal bei allen bedanken, die heute zugeschaut haben. Ich möchte auch die Chance nochmal nutzen, Sie aufmerksam darauf zu machen, dass es diesen Freitag nochmal ein Webinar vom ISG Austria gibt über, und zwar das sogenannte Young Scientist Symposium, über das Thema Klimawandel. Und ich bin mir sicher, es würden sich sehr viele der Organisatoren hiervon auch freuen, wenn Sie einschalten und zuschauen. Und ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ja.